Hallo liebe Freunde des gepflegten Strategiespiels, herzlich willkommen zurück zu unserem Spiel XCOM 2 War of the Chosen. Wir sind dabei, einen der Auserwählten, den Gar, auszumachen. Okay, was Leute, heißt eigentlich den Gar ausmachen? Denken, im Sinne von... Wir hier sind. Dieses Ding stirbt heute, egal zu welchem Preis. Registriere eine starke Feindsignatur tiefer in der Anlage. Das ist zweifellos ein Auserwählter. Dann müssen wir dorthin. Ich hatte gehofft, dass Sie etwas länger brauchen würden, um diesen Palast zu finden. Es ist doch gerade erst interessant geworden. Und jetzt sind Sie so gut wie tot. Wir gehen wieder in diese Richtung. Ist das dieselbe Map wie beim letzten Mal? Sie sieht zumindest sehr ähnlich aus, ne? Machen hier auf, gucken mal rein. Schlunzen um die Ecke. Sehen, dass wir nichts sehen. Und das ist okay. Dann steppen wir. Wir können eigentlich sicher sein, dass wir hier hinten niemanden treffen. Wir können aber... Na, der Templer muss jetzt ganz weit nach hinten. Ne? Der könnte ja auch zum Beispiel hier hin. Ich sehe den Weg. Niemand. Okay, dann geht der Discord-Captain Geomongo hier eine gute Ausgangsposition. Sparky Spark. Gönnt hier Deckung. Langstreckenbewegung. Hier auch nice. Allen geht in die Deckung. Lena versteckt sich in das Barky. Und Mrs. Unsinkable geht hier in Doppeldeckung. Tippitoppi, das ist die erste gute Runde. Da wir keinen Runden-Counter haben, fragen, bin ich schon mal sehr gut. Ich habe auf dem Weg ein paar Überraschungen für Sie versteckt habe. Ja. Ist die Antwort ja. Ja. Sehen Sie es als Aufwärmübungen an. Niemand? Sehr gut. Dann verstecken wir uns wieder hinter... Das wäre Sprinten. Wieso das denn? Wieso das denn? Nee, wäre ich lieber gerne einen Schritt weniger gegangen. Aber als Magnetkanonen-Expertin... ich mag sie jetzt nicht hier hin. Ich mag sie nicht hier hinschicken. Nee. Hier hin. Bestätigt. Wir haben Zeit. Wir gehen Feuerschutz ab sofort. Hoppla. Zwei. Bin dabei. Allen hat Truppsicht. Der muss... Also wenn hier jemand auftaucht, dann kann Allen schießen von hier aus. Bestätigt. Und das... gilt auch für unseren anderen Scharfschützen. Bin unterwegs. Egonson 2 wird Feuerschutz. Hier bleiben. Templar, Troller. Nein, keine Pistole abfeuern. Hast du denn Pistolen Feuerschutz? Du bist die 3. Letztes Mal haben wir da Ärger gekriegt miteinander. Geomongo bleibt auch hier. Am Feuerschützen. Und Sparky genauso. Wir haben Zeit, lass sie kommen. Da rechnet niemand mit, dass mir hier die südlichen Leben. In eine ausgeklügelte Falle getappt seid. Doch um ehrlich zu sein, hätte ich nie gedacht, dass jemand freiwillig hier hereinspaziert. Wir spazieren nicht rein, wir stürmen, Junge. Wir stürmen deine Base. Rücke aus! Großer Unterschied. Kommt da mal drauf klar. Ja, ich gehe nicht davon aus, dass sie jetzt hier reinkommen, weil dann hätten wir sie schon gesehen. Daher und hier hinten, mehr höchstens hier hinten. Aber auch dann wäre es ja so, dass man da nicht wenigstens machen kann. Deswegen gehen wir so weit vor wie möglich mit unseren Scharfschützen. Und verstecken uns hier mit Egonson. Macht hier alles klar. Unser Spark geht in Feuerschutz. Immer wachsam. Nichtsdestotrotz wollen wir hier. Na, Feuerschutz bringt ja nichts. Da gehen wir dann lieber hier in volle Deckung, weil wenn, dann kommen sie von hier. Kommen sie von der Ecke. Dass hier die Tür aufgeht und jemand ist da. Was aber nicht der Fall ist. Nicht. Stellen wir die Verteidigungen auf die Probe. Ich muss sagen, dass ich Ihnen die Daumen drücke. Diese Dinger hier sind nicht die besten Gesprächspartner.
Ja, ich würde gern hier die Tür aufmachen. Hier sehen wir ja, dass das eigentlich niemand drin ist, ne? Von daher müssen wir da auch nicht rein. Wir möchten aber auch nichts überstürzen, wir möchten uns in Position bringen. Ungeduld ist keine Tugend. Mit dem Gauss-Gewehr bist du hier oder hier. Hier auch sehr gut aufgestellt. Du gibst hier volle Deckung für Leute, die sie brauchen. Wie zum Beispiel Lina. Die aber auch hier hin kann. Und Alan hat von hier aus, glaube ich, auch eine sehr gute Möglichkeit, ein bisschen Deckung zu bekommen. Oder hier. Doppeldeckung hier ist schon besser. Egonson muss da weg. Nimmt tatsächlich hier hinter Sparky eine Deckungsposition ein. Biete Feuerschutz. Der auch einen Feuerschutz bleibt. Und Alan begibt sich. Kann er auch hier hin. Da hat er eine kleine erhöhte Position. Das ist halt tricky hier. Du hast ja nirgends eine erhöhte Position in dieser Map. Dieses Spiel hat viel mehr Spaß gemacht, als sie sich noch an die Regeln gehalten haben. Aber wenn sie betrügen, betrüge ich auch. Hallo. Nun, wir hatten nicht vor, uns heute hier reinzuschleichen. Erledigen wir diese Dinger. Okay, kein Problem. Alles easy peasy, schnitzimitzis. Sektoiden von hier aus? Nee, wenn der Sektoid von hier aus... hat ja nirgends dann wirklich Deckung, wenn er da reingeht mit dem Reißen. Höchstens den Archon halt töten. Ne? Aber das hier 8 bis 9, das wäre ein Safe Kill. Und ich glaube, das machen wir auch, weil wir danach ja parieren können. Oder halt nochmal einmal fortbewegen. Und dann würde ich ihn auch hier stehen lassen, weil mit dem Parieren ist dann sichergestellt, dass er angegriffen wird. 58% nur, aber nehmen wir mit, ich meine, was soll man sonst machen? Geomongo, tut mein Bestes. 50-50, Coinflip. Tschüss. Nice. Gute Arbeit, Geomongo. Sehr gut, sehr gut. 8 Schaden. So, jetzt haben wir noch einen Sektoiden hier hinten und den Archon hier vorne. Und der Archon ist mir eigentlich egal, weil der Archon wird auf jeden Fall unseren Templer angreifen, der aber pariert. Was wir stattdessen machen können, ist... Ah, blitzschnelle Hände. Nur 69%, aber kostet ja keine. Kostet ja nichts, ne? Alan, piu, mit einem neuen Plasma-Kanone. 2 gestreift. 69. Und ja, diese Abschusszone bringt uns jetzt nicht wirklich viel. Pistole nochmal auch nicht. Wir machen ganz easy peasy Präzisionsgewehrschutz für 93%. Kritisch. Okay, alles wieder gut. 64% gegen den Archon-Schmarkon oder 37. 37 ist halt gar nichts. Flashbang Grenade haben wir auch noch zur Möglichkeit, aber bringt es ja nicht wirklich viel. Sparky kann auch dann noch nach vorne gehen und mit Überladung ihn für wie viel hat er denn? 6 bis 8? Ich glaube, das ging mit über zweimal vor. Flankieren. Oder wir sind ihm dran stellen. Flankiert. Abschießen. Das heißt, dass Lena jetzt eine 53%ige Wahrscheinlichkeit hat, den Archon zu killen. Er hat sie nicht. Denn da fehlt noch ein, zwei. Aber an Zinkable Egonson kann es machen. 64% nur. Was ist, wenn du hier hingehst? Hast du da eine bessere Wahrscheinlichkeit? Ein Trefferpunkt brauchst du. Ja, 72 ist doch schon mal besser. Lass mal gewähren. Hätte ich gleich nutzen sollen. So, wir gehen in die Übersteuerung. Wir haben 3 Lebenspunkte.
Jetzt müssen wir. Das war blöd. Ja, wir wussten ja, dass es hier bis hierhin zwei sind. Effizienz bei 100%. Und dann, genau. Du hast, wie ist das 60%? Du stehst direkt daneben. Boah, ey, wenn du mich triffst jetzt. Das hört sich gut an. Ziel neutralisiert. Förderung verdient, auch noch. Und Loot. So jetzt geht was. Sollte ich wohl darüber schwadronieren, wie ich sie zum Ruhm der Ältesten besiegen werde. Aber bleiben wir realistisch. Ich töte einfach gerne. So, Egerson geht hier rüber. Geht in Feuerschutz, falls hier jemand durch die Tür kommt. Nichts. Tolly geht hier hin. Muss er nicht nachladen oder so. Oh, wem kannst du denn eigentlich eins mehr geben? Troller. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Es ist weit, aber ich kann es schaffen. Und mit Troller müssen wir auch in eine andere. In einen anderen Raum. Hier hinten bist du gut aufgehoben. Ach, Psi. Nein! Nein, 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 nein. Wieder dieses Psi-Zeug. Ich habe mich auch gefragt, warum hat das nicht aufgehoben? Na gut, vielleicht weil das so ein Mac ist und das nicht kann. Mann, 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 Mann. Lena geht hier in volle Deckung. Position bestätigt. Sparky geht weiter vor I. Brücke vor. Geht auch in den Feuerschutz. In der nächsten Runde werden wir dann allen die Möglichkeit geben, nachzuladen. Haben wir hier. Hier sind wir zwar in Doppeldeckung, aber auch nicht richtig, richtig gut, ne? Weil wenn hier jemand reinkommt, dann ist es ja nicht gedeckt. Hier kann man dann die Treppe runter. Hier will ich eigentlich nicht zu zweit stehen. Ja, dann gehen wir halt hier in so eine halbe Deckung. Das ist, als ob jetzt die Welt davon untergehen würde. Sagte er und verlor den besten Soldaten, ne? Im Squad. Und vergessen Sie nicht die Belohnung der Ältesten. Wenn ich sie erledige, gehört mir die gesamte Welt. Das wird ein Spaß. Die Macht führt mich. Mach das mal. Fokus. Sehr schön, jetzt hat er Doppelfokus und ist kräftiger. Ich glaube, es bringt nichts, wenn wir hier rüber gehen, dann bleiben wir lieber im Pistolenfeuerschutz. Du lädst nach. Wird nachgeladen. Feuerschutz. Lena lädt nach. Ich bin bereit. Ist bereit. Und geht in Feuerschutz. Na los, zeigt euch. Und dasselbe gilt auch für L. Holen wir sie uns. Und die Aliens kommen nicht durch die Tür. Ihr hättet diesen Krieg sowieso nicht gewonnen. Das ist gut. Und stellt euch nur vor, wie die Ältesten diese Welt zerfetzen. Ich tue euch also einen Gefallen. Das hier ist ja keine erhöhte Position. Also wenn wir den Auserwählten treffen sollten, dann haben wir von hier aus nicht wirklich was gewonnen. Wir wollen trotzdem hier nach vorne mit unseren Scharfschützen. Und wir wollen auch hier hin, dass wenn da jetzt jemand durchkommen wollen würde, hätten sie gar nicht erst die Möglichkeit. Da steht ein großer Roboter, da kommst du nicht vorbei. Lena geht auch noch ein bisschen weiter nach vorne. Um dann Feuerschutz zu bleiben. Alan stellt sich hier ans Eck. Weil wenn wir in den neuen Raum gehen, müssen wir ja auch mit den Scharfschützen da rein. Und das gilt auch hierfür. Scanne Gebiet. Immer noch niemand. Okay. Dann mach mal die Tür auf. Ihr werdet tun, was nötig ist. Niemals den Kampf aufgeben, denn ihr seid XCOM. Und ihr werdet sterben. Okay. Wir trauen uns nach vorne. Niemand. Strange. Ich wache.
Guck mal, hier auf einer Höhleposition. Das hier wäre ja quasi eine. Diese kleine Treppe hier. Wenn ihr mich fragt, muss das gelten? Ganz klar. Brücke aus. Das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Müssen sie ja hier sein. Wobei, hier geht es auch noch weiter. Ah, da ist der Templer-Fahrstuhl. Templer-Fahrstuhl, ja, genau das ist es. Erlen kommt hier hin, geht in Feuerschutz, weil er immer noch aus der Tür kommen kann. Ich möchte hier schon eigentlich die Aliens töten, ne? Also, wenn hier noch welche sich aufhalten sollten. Den Anspruch hätte ich schon. Feuerschutzprotokoll aktiviert. Und die muss es ja noch geben. Also klar, werden noch welche in den Fahrstuhl beschützen, denke ich mal. Und da kommen sie. Da kommen sie, sehr gut. Ein Mech, ein Advent-Soldat. Ja, hier ist. Dank unseres Plasma-Gewehrs. Plasma-Gewehr OP. Okay, zwei Advent. Was sind das? Priester? Ne, ein Advent-Priester, ein Muton und ein Mech. Mech-Check. Wird schwierig. Erstmal Pistole. 5 Schaden von der Pistole. Ich kann mich noch an Zeilen erinnern, da haben wir mit unserem normalen Gewehr 5 Schaden gemacht. Daneben. Da ist auch ein kleines Ziel, ne? Ist auch ein kleines Ziel. Okay, dann wollen wir mal unsere Optionen schauen. Ob sie ihnen verraten haben, was sie in der Kammer der Ältesten gesehen haben. Die Wahrheit über die Zukunft. Die Wahrheit über die Zukunft. Sicher nicht, sonst würden sie schreiend fliehen. Volt, Psi-Angriff, der auf eine Einheit in der Nähe überspringen kann, verbraucht einen Fokus. Kann man mal machen. Die Frage ist nur, ob Mr. Discord mit 82% erhöhter Position hier nicht besser aufgestellt ist, wenn er darüber geht. Blitzschnelle Hände haben wir noch. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Auch wenn wir schlecht, sehr schlecht hier dastehen, zwecks Deckung. Die haben wir nämlich, glaube ich, gar nicht. Deine nächste Frage. Will ich weiter vor? Ich würde sagen, dass du hier besser stehst. Schon unterwegs. Und kannst dann auch alles sehen. Vor allem Schildträger, das ist okay. Magst du deine Rakete benutzen? Aber wenn du jetzt die Rakete benutzt, ist sie dann später noch verfügbar? Ich glaube nicht. Weil, also es wäre schon nice, hier rein zu schießen. Und wir können da schon was mitnehmen. Aber ich glaube, das ist noch nicht nötig. Lena könnte das machen. Verstanden. Bin unterwegs. Nein. Energiesignatur direkt raus. Gut. Das scheint eine Art Transportgerät der Aliens zu sein. Ja. Verstanden. Sieht so aus, als hätten wir unseren Weg hier rausgefunden. Haben wir auch. Wir wissen es ja. Wir waren ja schon mal hier. Nee, also hier nehmen wir auf jeden Fall die Granate, den Granatenwerfer, weil sie aus der Position sonst mal 35% auf den Schildträger hätte. Und sie hat er dann noch. Tipptopp. Dann haben wir jetzt noch 1, 2, 3, 4, 5. Alle 5, ne? Wir haben die Möglichkeit, mit blitzschnellen Händen den Berserker zu treffen für 96%. Das machen wir auch. Dank unseres Plasma-Gewehrs. Plasma-Pistole. Sorry. Und jetzt haben wir natürlich auch die Möglichkeit, für 6 bis 8 zu 100% ihn auszuschalten. Oder zu 100% auf den Advent-Mac zu gehen. Okay, wir merken uns die 100% für den Advent-Mac. Du hast ihn flankiert, aber nur zu 64%. Wie viel hast du denn auf die anderen? 85%? Auf dem Berserker, der sicher tot wäre. Und Advent Mac. Wenn alles gut läuft, hättest du den für 7, 8, 9. Nee, das ist mir viel zu unsicher. Du kannst reisen. Das ist natürlich ein Ding. Ne? Ja. Weil du damit ihn auf jeden Fall getötet hättest.
Das fände ich gut. Und dann parieren. Ja. Ich reiße dich in Stücke. Mach das mal. Kriegst du auch Fokus und so. Was? Was? Er hat's überlebt? Im Ernst? Wir gehen trotzdem auf parieren. Jetzt haben wir 1, 2, 3. Mr. Discord. Jetzt müssen wir langsam mal hier. Er hat auch blitzschnelle Hände. Ah, das für Sex, das ist natürlich nix. Für den Mac auch nicht. Eigentlich brauchen wir halt auf ihn hier einen einzigen. Dann lass uns zweimal schießen. Lass uns überladen. Übersteuern. Einmal ihn töten. 6 bis 8. Oh, wie, das reicht jetzt nicht. Sehr gut, sehr gut. Erfasstes Ziel ausgeschaltet. 65%. Aber ist auch nicht geil, ist auch nicht geil. 100%. Okay, das machen wir auf jeden Fall. Sonst haben wir da keine Möglichkeit. Na, die Rüstung ist halt übel, ne? 76. Oder 64. Und Sparky. Discord kann auch noch. Quain. 65, 3. 65. Ja, müssen wir machen. Auch wenn es weh tut. Daneben. Oh, ich hab's mir so gedacht. Flugbahnfehler. Das wäre halt so schön gewesen. Okay, 2 haben wir noch. Primärwaffenmunition leer. 7 bis 9. Passt. Das ist gut. Weil er wird ja jetzt. A, entweder den Templer angreifen und dann parierend verlieren. Oder aber er wird getötet von unserem Pistolenschuss mit 83%. Krallengeschosse, da habe ich ja gar nicht mehr dran gedacht. Sehr gut. Oh, und sehr gut, der Templer hat auch hier Psi aufnehmen können. Bedauere ich den Verlust meiner Menschlichkeit. Die Angst, die sie jetzt erfahren, muss so erfrischend sein. Willst du das nicht aufnehmen? Ich wünschte fast, wir könnten die Plätze tauschen. Aber nur fast. Maximaler Fokus bereits erreicht. Da, schau her. Geh dahin. Ich weiß nicht, ob uns dann in der Aufstiegskammer nochmal jemand erwartet. Deswegen gehen wir hier auf Numero Sicero. Ich führe aus. Und nachladen, das ist klar. Lade jetzt nach. Hier reingucken. Advent-Truppen gesichtet. Ah, fuck, was habe ich mir dabei gedacht? Natürlich sind da Advent-Truppen. Es ist der halbe Squad ohne Fortbewegungspunkte. Oh, und nochmal eine Granate abwerfen ist halt auch blöd. Advent-Mac. 1, 2, 3, 4, 5. Richtig gut sind die hier aufgestellt. Ah. Oh. Sehr gut, schon mal zerschreddert. Ich glaube, wenn wir den Mac ausgeschaltet haben, dann bin ich glücklich. Alan, wieso siehst du ihn nicht? Egonson, was ist da los? Können wir eine Flashbang da reinwerfen? Wie weit kannst du werfen? Leider nicht. Leider nicht sehr weit. Dann bleibt hier nur der Feuerschutz. Bin dabei. Für Alan auch. Wir bleiben hier stehen. Feuerschutz. Lassen sie kommen. Boah, was ist das? Der gibt ihm mehr Power oder was? Ja, macht er. Komm, der muss jetzt sitzen. Daneben. 4 Schaden. Was hat er denn vor? Geht auf den Mac, auf den Spark. Trifft ihn auch für 4 Schaden. Wenn er jetzt nicht trifft, haben wir ein Problem. 6 Schaden reicht aber nicht. Er ist geschützt. Ja, er hat ja diesen super Bonus da. Ja, was macht er denn? 10 Schaden! Alter! Was ist da los? Ja, und er mit seinem letzten Punkt macht jetzt Raketenangriffe raus. Oh, Mann. Worst turn ever. Was passiert, wenn Sie heute gewinnen? Sie spazieren zur Krypta der Ältesten, vernichten die Götter, retten die Menschheit
und befreien die Welt. Nur über meine Leiche. Ja. Gar nicht gut. Auch hier, die Trefferquoten sind richtig mies. Lena, mach doch mal was. 80% auf ihn. Brauchen wir nicht. Mach mal mit schnellen Händen oder so. Dann Plasmagewehr für Egonson. Kann aber auch Kremlin-Heilung ganz oft anwenden. Ich glaube, das müssen wir auch machen für Mr. Discord, der nur noch einen Lebenspunkt hat. Und bei Max geht's ja eh nicht. Er hier kann... Er könnte... hier weitere Punkte geben, aber er ist auch in einer super schlechten Position, um irgendwas zu machen. Er könnte höchstens hier hoch, hat dann aber auch keine Möglichkeit, ihn anzugreifen. Das wäre eben mein Ding, ihn anzugreifen. Können wir uns einen Raketenwerfer einsetzen, ja. Und zwar, um Lena nicht mitzunehmen, aber alle drei zu treffen. Und so leid es mir tut, das machen wir in dieser Situation, auch wenn das dann heißt, dass wir zu den Außerwählten die nicht mehr haben. Beide zerstört. Mac ausgeschaltet. 48, ja, die beiden. Hier brennt's, aber das soll ja kein Problem sein. 48. Ja, dann geh. Hoppla, dann gehe so hin, dass. Irgendwas ist wieder mit dem Blutriss, glaube ich. 6, bist du nur 66%, wenn du ihn flankiert hast. Boah. Wenigstens getroffen. Na gut. Hoher Munitionsverbrauch. Wir werden... Wenn wir hier stehen, können wir dann blitzschnelle Hände nutzen. Haben wir Blick auf... Erst jetzt mal gucken, sondern ich Blick auf ihn habe, ne? Ja, 76%. Reingeschossen. Ich kriege 7 Schaden mit der Pistole. Und er ist tot, oder was? Ey, wieso lassen alle Psyb fallen? Wer braucht denn Psyb, bitte? Waffe geladen. Ah, ja, 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 ja. Ah, ja, 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 ja. Waffe geladen. Waffe geladen und ganz viel Heilung jetzt. Ganz viel Heilung jetzt. Mr. Discord kriegt auch so nochmal Heilung. Ja, kannst du auch direkt nehmen. Das schaffe ich. Das schaffst du, sehr gut. Wir sind mal fix dabei. Dürften jetzt ja nichts mehr triggern. Das soll es ja jetzt mal gewesen sein, hoffe ich doch. Bin dabei. Alien-Aktivität. Es gibt hier immer noch Aliens. Wollen Sie heute noch gegen mich kämpfen? Wenn nicht, dann tun Sie mir bitte den Gefallen, endlich zu sterben. Das Warten bringt mich um. Das heißt, wenn wir nichts machen, ist er tot. Jetzt hat er sich natürlich verraten. Maximaler Schub bestätigt. Nachladen. Und alle nochmal heilen. Bevor wir mal losgehen. Können wir das überhaupt? Nee, ne? Kein Schutz, aber brauchen wir auch nicht. Kommt ja niemand mehr. Sag ich jetzt, dann kommt doch einer. Hat unser Templar denn jetzt vollen... Ja. Dann, er ist ready. Aber wir warten noch. Wir warten nämlich auf die Heilungsmöglichkeiten. Für Captain Discord. Geomongo. Oh, wir werden Sparky verlieren. Ich sehe es schon. Ich sehe es schon. Oh. Oh. Geht klar. Ah, was ist das hier? Gut. Ohne Ben. Wollte abgelaufen. War in MC, die mal mit ihrem MC, wenn sie mal was ordentliches fallen lassen würden. Gut, dann geht's jetzt los. Kein Problem. Ab in den Fahrstuhl. J'en ai marre de poireauté. Annäherung. Befehl bestätigt. Schon unterwegs.
Haben wir alle. Soldaten zu Blatt verwenden und verbleibende Soldaten. Dann geht es los. Aufstiegstor aktivieren. Haben wir alle volle Munition? Ja. Wir sind alle geheilt, bis auf Sparky. Los geht's. Gute Arbeit, Menes 1-5. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Wir brauchen eine erhöhte Position. Und eine Pause. Das brauchen wir jetzt. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Egonson.